Moin, liebe Bastelfreunde. In diesem Video möchte ich nochmal was für den Arsch machen. Und zwar zum Sitzen. Ich habe ja schon diesen Falthocker einmal gebaut, aber in diesem Video möchte ich einen ganzen Stuhl machen. Ich habe eine Skizze angefertigt und zwar besteht der Stuhl aus drei Teilen. Einen äußeren Holzrahmen, das ist die Seite, die nach vorne klappt. Dann einen mittleren Holzrahmen, das ist das, was nach hinten klappt. Und das grüne ist die Sitzfläche, die dann nach oben klappt und hier einrastet. So stelle ich mir das vor. Ich bin mir gespannt, ob es klappt. An diesen Stellen werde ich Scharniere anbringen. Ich habe schon mal einen ähnlichen gemacht und da habe ich eine Bohrung durch das Material gebohrt. Da ist der dann aber auseinandergebrochen. Deshalb glaube ich, dass Scharniere einfach das Material stabilste sind. So, ich habe es jetzt anskizziert. Wir haben hier die Sitzfläche. Mit zwei Scharnieren wird das dann befestigt. Hier ist der hintere die hintere Stuhlabstützung mit einem Ausschnitt noch. Und außenrum ist die vordere Stuhlabstützung, die nach vorne aufklappt. Die zwei Scharniere muss ich dann von hinten anbringen, weil das ja nach hinten wegklappt. Und die Stuhllehne nach vorne. Die Einkerbung in die äußere, nach vorne klappende Stuhllehne werde ich dann nachher anpassen, damit die Sitzfläche nicht schief einläuft. Und das werde ich dann nochmal abmessen und dann in eine Zeichnung überführen. Ein bisschen was verändert habe ich jetzt schon, weil das mir so etwas stabiler erscheint. Ich habe jetzt hier die Breiten, die sind jetzt genau 4 cm. Das erscheint mir etwas stabiler.
So, mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich diese Ausschnitte zu tief gemacht. Die Sitzfläche passt, es ist nämlich die Breite von der Sitzfläche. Und eigentlich wollte ich das so machen, dass die Sitzfläche hier arretiert. Das geht jetzt nicht. Jetzt musste ich hier noch zwei Dübel einlassen, damit das hier nicht weiter in die Richtung rutscht. Es ist etwas biegend, sagen wir mal. Es biegt sich etwas und wenn ich drauf sitze, noch etwas mehr. Ich glaube, ich würde empfehlen, 18 mm dickes Holz zu nehmen. Vielleicht sogar eine Siebdruckplatte. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe es nochmal arretiert mit ein paar Dübeln. Es hält nicht von selbst, das würde jetzt aufgehen, obwohl na, es klemmt etwas. Aber zum Aufstellen greife ich hier in den Block, schiebe es hier rein und fertig. Ich würde sagen, Personen bis 60, 70 Kilo können super drauf sitzen. Wie gesagt, für schwerere Personen würde ich 18er Dicke nehmen. Vom Multiplex oder sogar eine Siebdruckplatte, aber auf jeden Fall dicker. Aber für kleinere Personen ist es auf jeden Fall eine coole Sache.